Hallihallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Review nach unserer Pause. Mhm. Miepel. King. Mhm. Und heute, weil nächstes Mal redet's mir nicht dazwischen. Okay. Heute geht es um Heat. Ein Spiel, das einen ziemlich großen Hype erfahren hat. Verlegt von Days of Wonders im Deutschen. Und wir werden heute mal unseren Senf zu dem Spiel abgeben, ob es dem Hype gerecht werden kann und was wir davon halten. Aber zunächst einmal eine ganz grobe Regelübersicht. Dafür brauchen wir die obere Kamera. Die schalte ich jetzt ein, Martin. Klassiker. Wir haben ja einmal die Rennpiste für Italia aufgelegt und jeder von euch, der hier gerne mitspielen möchte, mit bis zu 6 Spielern kann das Ganze gespielt werden, der nimmt sich eins dieser schnuffigen Rennautos, nimmt sich sein farblich dazu passendes Deck, paar Heatkarten und diesen Ausleger. Und das Spiel funktioniert jetzt vom Prinzip her so, dass ihr jedes Mal zu Beginn eurer Runde festlegt, in welchem Gang ihr euch befindet. Und je nachdem, in welchem Gang ihr seid, so viele Karten müsst ihr von eurer Hand genau passend ausspielen. Und die geben halt an, wie weit ihr fahren dürft. Da haben wir Reichweiten von 0 bis 5, wenn ihr mit den Anfängerkarten spielt, von 1 bis 4, wenn ihr wenn ihr die Anfängerkarten weglasst. Heatkarten bedeuten immer, dass es sind halt leere Karten, damit also die deuten an, dass euer Fahrzeug überhitzt ist. Und dann gibt es noch Stresskarten, die führen dazu, dass ihr per Zufall noch eine weitere Karte aufdecken müsst, um eben zu gucken, wie ihr vorankommt. Und wenn ihr dann eure Karten gelegt habt, dann fahrt ihr genau mit eurem Rennauto die ausgelegte Reichweite. Hier gibt es dann noch den inneren Kreis, also die Leitlinie, an der ihr fahren könnt. Der Spieler zählt dann immer als der vorne. Wenn andere Autos zu ihm aufschließen und sind hinter ihm oder neben ihm, dürfen sie den Windschatten nutzen, um eben an ihm vorbeizufahren. Und dann gibt es die guten alten Kurven. Das finde ich designtechnisch sehr gut gemacht. Hier am Rand ist aufgelistet, wann genau die Kurve kommt. Und wenn ihr durch eine dieser Kurven durchfahrt, steht am Rand, mit welcher Geschwindigkeit ihr maximal da durchfahren dürft. Und wenn ihr jetzt hier Karten ausgelegt habt und überschreitet eben diese angegebene Geschwindigkeit von 5 um, wie in meinem Fall zum Beispiel 4 Punkte, würde das dafür sorgen, dass das durch die Fliehkräfte eine extreme Belastung für das Auto darstellt. Und deswegen bekommt ihr dann entsprechend der Höhe, die ihr drüber seid, Hitzekarten. Die gehen auf euren Ablagestapel, werden beim nächsten Mal mit reingemischt. Und wenn ihr sie auf der Hand habt, sind es vom Prinzip her tote Handkarten, die ihr irgendwie versuchen müsst loszuwerden. Ihr könnt aber auch wieder Gänge runterschalten, um den Motor entsprechend abzukühlen, um eben diese Hitzekarten wieder loszuwerden. Und so spielt ihr 2 Runden durch. Und wer am Ende als erster ins Ziel geht, der gewinnt das Ganze. Es gibt noch Karten, spezielle Karten, mit denen könnt ihr eure Fahrzeuge aufwerten, um ihnen spezielle Fähigkeiten zu verleihen. Ihr könnt Grand Prix fahren. Im Basisset sind 4 verschiedene Karten drin und man kann das Spiel noch über die Wetterregel erweitern. Dann habt ihr noch immer eine Wetterbedingung, die zum Beispiel in den Kurven dazu führt, dass wenn es regnet, ihr rausdriftet, also ihr noch langsamer fahren müsst oder. Die sind doppelseitig, oder? Die sind doppelseitig, ja. Genau. Grundsätzlich könnt ihr auch, und das ist so ein kleiner Clou, wo man immer gucken muss, so, es gibt gewisse Kniffe in diesem Spiel, wenn ihr zum Beispiel genau vor der Kurve stehen geblieben seid und jetzt kommt jemand von hinten mit Volldampf angebrettert und bleibt genau hinter euch oder neben euch stehen, dann darf er halt eben den Windschatten nutzen, um eben an euch vorbei durch diese Kurve durchzuziehen und seine Geschwindigkeit zählt dann eben nicht, wenn er mit dem Windschatten über diesen Kurvenmarker drüber rutscht und damit kann man taktisch schon sehr gut hantieren und man sollte immer überlegen, bleibe ich vor der Kurve stehen, fahre ich noch durch, nehme 2 Hitzekarten in Kauf, dass da jetzt keiner rankommt. Aber das sind erstmal die Grundzüge des Spiels. Ist das Deck leer, wird es mit dem Ablagestapel neu vermischt oder der Ablagestapel wird gemischt, ist euer nächstes Deck und eben Hitzekarten behindern euch, Stresskarten behindern euch. Deswegen ist hier auch ein bisschen Deckmanagement dabei, aber wirklich nur ganz gering. Ihr guckt einfach, dass keine Heatkarten drin sind und wenig Stresskarten. Soweit erstmal die Regeln zu Heat. Spielmaterial. Gordon! Ja, Spielmaterial ist, okay. Ich weiß es nicht, was kostet das Spiel, Martin? Das musst du 60 Euro. 60 Euro, okay. Also habt ihr hier so kleine Miniaturen dabei, das sind halt so kleine Autos, die sehen schon ganz witzig aus, die sind auch, und ja, müsste man jetzt auch nicht, könnten natürlich auch bestimmt noch krasse Metallautos sein, aber das ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr hier so eine Plastik teil habt. Die sind auch bemalt, also hier, das war jetzt schwarz, aber hier gibt es auch verschiedene Farben, also 6 verschiedene habt ihr dann auch. Und sonst finde ich es grundsätzlich, ist es einfach ein solides Material, ist jetzt nichts Überragendes. Die line-finished. Genau, Karten sind line-finished. Das hier ist halt wieder so ein Ding, wo ich sage, ja, weiß ich nicht, ist auch okay, aber das ist halt wirklich wieder so ein
so ein Schlabberboard hier. Aber vom Prinzip her liegt das einfach nur für euch. Legt ihr eure Karten rauf. Wenn es irgendein heftiger Kickstarter wäre, dann könnte man hier wieder was double layered. Und ja, wie gesagt, also das ist in Ordnung. Und es muss ja auch nicht unnötig teuer sein. Wir reden ja immer darüber, dass die Spiele immer teurer werden. Und für das, was man heute so dafür bekommt, sind 60 Euro für das, was man hier hat. Vollkommen in Ordnung, ist aber nichts Weltbewegendes, finde ich. Es ist solides Material. Ja, ich finde das Design der Karte sehr schön, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Ja, das ist wirklich schön gemacht. Thematisch ist alles super. Überall so thematisch holt das Spiel halt voll ab und da ist das auch schon gut gemacht. Auf- und Abbauzeit, das ist sehr schnell aufgebaut. Ihr nehmt euch einfach halt eure entsprechenden Stapel, mischt die, legt das Tableau hin, Ganghebel rauf, ran an die Ziellinie, losgespielt und genauso schnell packt sich am Ende auch ein schnelles Spiel für zwischendurch Warm-up oder... Ist das auch, kann man auch vorsortieren direkt in der Schachtel. Genau. Das passt super, ja. Ja, also das Insert dafür ist auch sehr gut geeignet. Das ist alles drin, was man braucht. Man kann alles an seinen festen Platz stecken und muss nicht groß sortieren. Also für 60 Euro wurde da an alles gedacht. Die Anleitung ist sehr gut geschrieben und ich finde sie auch sehr cool gemacht vom Design her. Sie trägt das Design des Spiels sehr gut an die Spieler weiter und ist auch so im selben Outfit wie die Karten gemacht. Also kann man wirklich nicht meckern. Gute Anleitung, schön gemacht und... Ist auch sehr einfach zu erlernen. Also ich habe es damals bei unserem ersten Brettspiel-Event habe ich es gespielt. Einer konnte die Regeln so halb oder konnte eine sehr richtig. Und da haben wir nochmal kurz ein, zwei Sachen nachgelesen in der Anleitung. Da kommt man sehr, sehr schnell rein. Und im Prinzip alle Sachen, die du gerade erklärt hast, sind erstmal das, was man wissen muss, um zu verstehen, wie das Spiel funktioniert. Und da gibt es natürlich noch ein paar Sachen, aber alles ist auch auf diesen Teil hier erklärt. Das aber wenn ihr diese neuen Grundschritte hier verstanden habt, dann... Ja. Ist es das? Mehr ist es. Genau, mehr. Und dann muss man einfach nur taktisch schauen, wie man genau fährt. Aber vom Prinzip her ist das Spiel wirklich in 5 Minuten in den Grundzügen erklärt, dass man weiß, wie es funktioniert. Ist es denn komplex? No, es ist okay von der Komplexität. Man muss halt, also die Sache, die man hier halt beachten muss, ist, man versucht dann halt so ein bisschen vorauszusehen, was machen denn die Gegner? Also wo stehen die Gegner, wenn ich dann dran bin, dass man selber abschätzt, was für Karten spiele ich, dass ich dann vielleicht im Windschatten stehe und wie Martin eben gesagt hat, zum Beispiel durch eine Kurve fahre, ohne dass ich hier meine Punkte, wenn ich mit 5 ranfahre und hier steht eine 2, ich aber durch den Windschatten drüber fahre, dass ich das quasi geschickt nutzen kann, muss man halt im Vorhinein einfach so ein bisschen abschätzen können, was machen die anderen. Also Spielerinteraktion ist auf jeden Fall da, da kommen wir aber gleich nochmal dazu. Aber von der Komplexität ist es... Okay, ist nicht wirklich komplex, das Spiel. Ich würde es nicht mal groß als fortgeschrittenes Spiel bezeichnen. Nee, ist schon ein Einsteigerspiel. Ja. Wie gesagt, diese Grundregeln müsst ihr verstehen, aber ihr legt einfach jede Karte, ihr schaltet einen Gang ein, ihr legt eine Karte oder mehrere und das ist halt dann auch schon was passiert. Also komplex, es wird nicht komplexer dann, komplex ne? Das ist richtig, hier gar nichts. Ein Glücksfaktor, muss man sagen, ist schon ein kleines bisschen vorhanden. Ich finde aber im gesunden Maß. Ja, das ist okay. Ihr müsst halt je nach Stresskarten oder was ihr macht, müsst ihr Karten von oben von eurem Deck aufdecken. Manchmal habt ihr die richtigen Handkarten, manchmal halt eben nicht, aber im Großen und Ganzen geht das schon. Ich habe beim letzten Spiel mit dem einen, wir standen halt auf demselben Feld und haben halt so einen Run über die Zielgerade gemacht. Mhm. Und er hatte schon die 2 höchsten Karten auf der Hand und hat danach 2 Stressaktionen gespielt und hat auch nochmal die zwei nächsthöchsten Karten nachgezogen und hat halt dadurch gewonnen. Also wir konnten beide 4 Karten ziehen. Und ich habe halt 2 niedrige dabei gehabt, ja, okay. Er hatte hohe, okay, war dann halt der Run am Ende, aber der Glücksfaktor hält sich hier halt in Grenzen. Spielerinteraktion. Wie eben schon erwähnt, ist Spielerinteraktion auf jeden Fall da. Man muss mit den anderen Leuten arbeiten, weil da kann man durchaus schon einige Sprünge machen. Zumindest war es bei mir beim Spielen so, dass man schon gesehen hat, wenn man klug überlegt hat, was machen die anderen und lag richtig, dann ist es tatsächlich auch so, dass man wirklich gut nach vorne schießen kann. Wenn man sich verkalkuliert, kann es auch scheiße laufen, muss man sagen. Aber da ist dann halt auch, es macht das Spiel ja auch spannend. Wenn ich jetzt genau wüsste, was passiert, dann ist es ja auch langweilig. Also Spielerinteraktion ist auf jeden Fall gegeben mit dem Spiel. Ja, und die Downtime ist auch nicht allzu hoch. Also was müsst ihr in so einem Zug warten? Vielleicht 30 Sekunden, eine Minute oder so, weil jeder legt ja zeitgleich seine Karten hin. Alle schalten gleichzeitig alle, also die ersten 2 Schritte hier, die machen alle Spieler zeitgleich und dann werden die einfach abgearbeitet. Und wenn da einer am Tisch sitzt, der da ein bisschen das drauf hat, der sagt einfach, okay, du läufst so viel, tatatatatat, willst du das noch machen? Nein, okay, tatatatatat. Und dann ist das relativ schnell abgehandelt, also lange warten ist hier nicht. Und dann kommen wir auch direkt zu unserer Meinung. Wir müssen fairerweise sagen, wir haben dieses Spiel jeder erst eine Runde gespielt. Mhm. Ne, so fair will ich sein. Allerdings kann ich für mich sagen, dass ich das Gefühl habe, schon das meiste gesehen zu haben. Ich habe mir die Anleitung durchgelesen, ich habe mir auch einmal das Spiel so aufgebaut, wie es wäre, wenn ich es mit den zusätzlichen Modulen spielen würde. Also wenn man jetzt, es gibt halt Upgrade-Karten und da gibt es einen ziemlich dicken Stapel. Wir machen nochmal einen Einblender dazu, dass ihr das mal gesehen habt. Und da gibt es halt verschiedene Bedingungen, die euch zugutekommen. Also ihr könnt euer Auto auf spezielle Weisen upgraden und ihr könnt auch einen Grand Prix fahren über mehrere Runden. Dafür habt ihr auf dem Tableau dann auch noch so ein kleines Siegertreppchen mit drauf. Mhm. Also ihr könnt das Spiel schon noch komplexer machen.
Es gibt auch aber sehr viele Karten mittlerweile, so auch Fanmade-Karten und ja, da kann man sich ganz, ganz viel, also, ne, also wenn euch vom Grundprinzip, so, das ist halt so das Ding, das ist halt ein Rennspiel. Das, ja, ich war noch nicht fertig. Ja, ich weiß, dass du noch nicht fertig warst. Ich wollte es sagen. Dankeschön. Aber gefühlt habe ich so nach der ersten Runde schon echt einen Großteil dieses Spiels gesehen, habe ich das Gefühl. Also das Grundprinzip ist klar. Ich habe nach dem ersten Spiel auch begriffen, okay, man muss vor den Kurven schon taktische Entscheidungen treffen. Mhm. Ja, was Gordon gerade sagte, fahre ich durch oder lege ich vielleicht auch einfach nur eine Karte, um 3 Felder von der Kurve entfernt zu bleiben, dass jemand anderes da halt hinfährt und auf einmal dann mitten in der Kurve steht. Da kann man schon viel machen. Es steckt ja auch schon einiges drin. Aber uns beide holt das Thema überhaupt nicht ab. Nee. Ich wollte es unbedingt mal testen. Thematisch würde ich dem Spiel fast eine 10 von 10 geben, weil ich wüsste nicht, wie man ein Rennspiel besser machen ja, kann. Das stimmt. Das ist das mit diesen Tableaus und wie es da aussieht. Und das ist alles richtig, richtig gut gemacht. Aber für mich reicht es dann halt einfach nicht, dass ich es jetzt wirklich öfter auf den Tisch bringen will. Obwohl es, wie Gordon gerade sagte, es haben unglaublich viele Leute noch Bonuskarten entworfen, die könnt ihr euch im Internet runterladen, die könnt ihr euch auf Stoff, Neopren, Klopapier drucken lassen, was ihr halt gerade wollt und dann könnt ihr hier unendlich viele Karten fahren. Das Grundprinzip bleibt ja aber pro Karte gleich. Ihr müsst gucken, wie ihr durch die Kurven kommt und vor dem anderen ein Ziel sein. Und für mich, also ich will diesem Spiel, das Spiel hat seine Fanbase aus meiner Sicht völlig berechtigt. Es ist ein fantastisches Rennspiel, es transportiert diesen Renngedanken super, aber für mich ist es dann einfach zu wenig, weil mich das Thema einfach nicht abholt. Ja, ich stimme dir genau zu. Also auch mechanisch, finde ich, ist es sehr gut gemacht, Rennspiel. Ich habe schon mal Rallyman GT auch noch gespielt. Das hat mir damals halt irgendwie gar nicht zugesagt. Das fand ich total langweilig von der Mechanik her. Da fand ich das schon besser. Aber auch ich bin jetzt auch nicht der übelst krass autobegeisterte Typ oder sowas. Und da holt mich das Thema Rennspiel auch einfach nicht ab. Das ist es. Also ich finde das Spiel auch gut. Mir hat es auch Spaß gemacht, die Runde, die ich gespielt habe vom Prinzip. Ich brauche das aber auf jeden Fall nicht selber. Ich würde es bestimmt auch mal noch eine Runde mitspielen, wenn jemand das auf dem Brettspielevent wieder auspackt, weil vielleicht noch eine coole andere Karte hat. Aber ich würde das auf jeden Fall nicht regelmäßig spielen. Dafür holt es mich zu wenig vom Thema einfach ab. Und dann auch nicht unbedingt freiwillig selber auf den Tisch packen. Korrekt, also richtig, so ein Grand Prix mit 3-4 Runden hintereinander, also 3-4 Maps hintereinander. Das ist mir auch zu, auch zu Tode langweilen. Ja. Ich finde diesen Aufholmechanismus, wenn jemand einmal verkackt hat und ein bisschen hinten war, der ist sich cool, wenn man mal letzter war und festgestellt hat, oh, ich komme doch wieder vorne ran. Was mich allerdings aber auch geärgert hat, ist, während die anderen sehr, sehr passiv gespielt haben, die erste Fahrrunde, die wir gefahren sind, bin ich recht offensiv reingegangen und habe hier noch ein Turbo gezündet und da noch gemacht und da noch gemacht. Und die anderen sind aber trotzdem ziemlich schnell wieder hinten dran gewesen. Also man hat nicht das Gefühl, dass mit den Aktionen, die ich mache, egal ob Vollgas oder wenig Gas oder so, dass ich mich irgendwie absetze. Also, ja, so richtig. Das Feld ist im Großen und Ganzen immer als Pulk unterwegs gewesen. Wenn man jetzt nicht so aus der Kurve fliegt, dass du wirklich hinten an bist. Das hat natürlich den Vorteil, dass keiner nach der ersten Runde schon sagt, ich kann eh nicht mehr gewinnen, ich komme nicht mehr hinterher. Aber es ist auch ein bisschen komisch, irgendwie, wenn jemand so 10 Felder hintereinander fährt, nutzt deinen Windschatten noch, um dann durch die Kurve durchzufahren und ist auf einmal wieder vor dir, obwohl er 2 Runden davor echt Mist gebaut hatte und hatte alles voller Heatkarten. Das fand ich irgendwie so ein bisschen kritisch. Also da muss man sich aber, glaube ich, einfach darauf einstellen, das ist der Geist von dem Spiel. Alle haben ungefähr gleiche Chancen bis fast zum Ende und dann halt gucken, dass du als Erster ins Ziel bretterst. Ja, ich finde beim Brettspiel ist einfach Rennspiel, finde ich, sehr schwer umzusetzen. Aber dieses Feeling von Rennspiel kommt, also weiß ich, da habe ich zum Beispiel, jetzt sage ich mal, auf der PlayStation oder so, da kann man das anders transportieren als halt auf einem Brett. Ist für mich einfach nicht so aber wichtig. Ich spiele auch keine Rennspiele auf der Playstation. Ich auch nicht. Das ja, wenn man hier sagen. Mit Bananen und Schildkrötenpanzern schmeißen könnte, dann wäre das vielleicht für mich nochmal ein bisschen interessanter. Aber so, ja. Das soll es aber auch dann schon gewesen sein mit unserem Review zu Heat. Wir wollen ja jetzt versuchen, immer nicht viel zu lange zu labern. Viel mehr kann man zu dem Spiel aber auch, glaube ich, eigentlich gar nicht sagen. Wie gesagt, jeder auch nur eine Runde gespielt. Machen wir sonst nicht so, aber wenn wir beide sagen, wir wollen jetzt nicht noch 20 Runden spielen, dann sagen wir unsere Meinung dazu, ihr könnt ja selber euch. War aber unabhängig voneinander. Er hat mit seinem Freundeskreis gespielt, ich mit meinem. Und das war auch so der Grundtonus in meinem Freundeskreis. Die haben gesagt, ey, hat Spaß gemacht, so als Warm-up oder als Abend so, Abend beenden. Ist es schon mal cool, macht auch Spaß und wer rennbegeistert ist, dem wird es gefallen. Für mich reicht es dann wahrscheinlich nicht und wird mich halt auch wieder verlassen. Vielleicht verkaufe ich es über die Discord-Gruppe, weil die Nachfrage nach dem Spiel ist ja immer noch da. Ja. So, einfach mal schauen. Jo, was denkt ihr über das Spiel? Hat es euch voll abgeholt? Seid ihr einer von denen, der sich noch 20 Karten über Stoff bestellt hat? Ingo zum Beispiel? Hallo Ingo! Aber Daniel fand es, glaube ich, auch geil. Und ja, so, es unser ist gutes als super viele Leute finden es geil. Deswegen ist ja dieser Hype auch entstanden, definitiv. Ja. Also ich würde, glaube ich, beim nächsten Brettspiel-Event mal wieder eine Runde mitspielen. Aber bei mir wird es wieder ausziehen. Aber das soll es gewesen sein. Das war unser Review zu dem Spiel Heat. Und ihr könnt in der Kommentarspalte jetzt nochmal sagen, dass wir das Grundprinzip schon wieder gar nicht verstanden haben. Das ist sowas von cool. Ja. Nein, aber es ist wirklich ein sehr gutes Spiel. Ja. Punkt aus Ende. Ja,
Wir sind die Jungs von Meeple King und sagen vielen Dank fürs Reinschalten zu unserem ersten Review nach unserer krassen Pause und dranbleiben bis zum nächsten Mal. Tschüss!